Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Mozzalza. Natürlich ja wieder mit den ganzen alten Chaoten-Kollegen, genau, Kollegen-Chaoten. Schu, Dosch, Bövi, Mozesch. Hallo. Hallo. Ganz schüchtern. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Darf man hier reden? Ja. Auf jeden Fall, wir waren jetzt bei der letzten Folge hier in das Aroma 1997er Dimension World. Und ich finde den Mod eigentlich total genial. Achtet mal drauf, wenn ich jetzt Shift. Ich stelle mich rein. Passiert nichts. Wie ihr wisst. Und jetzt drücke ich einmal Shift. Bam. Leckt. Ja. So, und wir sind in Overworld. Bam, bam. Ich wollte schon sagen, Sirin hat den Surf-Tauschschutz gebracht. Oben die Map, wie man sieht, ist auch episch. So, dann machen wir jetzt erstmal hier eine Waypoint. Ein Waypoint. New Waypoint. War Ausgang. Und den mache ich mir mal in. Oh, ist leicht orange. Machen wir es mal auf. So. Und wo bist du rausgekommen? In der Overworld. Ja. Die Overworld ist unter ungefähr, der rausgekommen ist. Die Overworld ist irgendwo 81 Ebene. So. Bin ich die Einzige, die unter der Erde rausgekommen ist? Weiß ich nicht. Du warst ja auch schon ein Stückchen da. Ja, aber ich war noch nie oben. Ich bin so blöd wie ich. Ich habe nur 8 Fackeln mitgenommen. Das ist natürlich sehr schlau. Also, bei mir ist es jetzt der Fall. Ich habe jetzt hier die Kohle-Seeds, aber wir wollen ja noch ein paar andere Seeds anpflanzen, die Glowstone und so. Bloß, wenn wir jetzt mal hier angucken, die brauchen halt die Weak-Essenzen, aber Silver braucht schon Strong-Essenzen und so. Da brauchen wir, um halt die zu machen, brauchen wir verstärkte Steine. Und dafür müssen wir erstmal einen Regular Infusion Stone machen. Und um den zu bekommen, müssen wir den Weak Infusion Stone, Iron Man, Essence of Coal, Essence of Dye, Water, Fire, Earth oder Air umranden. Und da wir momentan schon mal ordentlich gut angepflanzt haben, machen wir mal den hier. Und wir haben den Regular Infusion Stone und behalten sogar noch den Weak Infusion Stone. So. Warum? Ganz einfach. Der Weak Infusion Stone. Alles ganz. Ja, oder so. Aber finde ich schön, dass du gefragt hast. Und zwar, ich nehme mal hier diesen Essenz das raus. Und zwar, wir haben ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja hier diesen Vegan Fusion Stone. Das Mal, wie du das hochgeladen hast. Weißt du, wie? Oh, sorry. Aber ist doch wahr, musste ich auch dazu sagen. Kann ja schlecht sagen, sehe ich. Und ich bin hier selbst am Minern gerade. Er hat hier weiter. Auf jeden Fall. Red doch endlich. Ja, dann lass mich doch mal reden. Auf jeden Fall. Hier ist ein Vegan Fusion Stone. Ja, und mit. Boah, ich müde dich gleich einfach so lange. So, hier ist der Weak Infusion Stone. Okay, mal weiter. Boah, weißt du, was ich mute? Ist einfach. Ja, mach mal jetzt weiter. Clear Newton, so. Also, hier ist der Weak Infusion Stone. Und da ordnen wir jetzt halt nochmal Essenzas an, haben wir eine Weak Essence. Ist ja bekannt. Hast du mich auch gemutet? Nee, dich habe ich nicht gemutet, aber wenn du jetzt auch dazwischen redest, mute ich dich auch. So, mit dem kann man halt die Weak Essence machen. Wenn man aber dann die Regel. Ich hasse euch alle. So, wenn man die Religion Fusion Stone jetzt nimmt. Habt ihr das durcheinander gebracht. Dann gehe ich jetzt wieder. Ich mute mich echt so lange und. Geh weg, wie ihr seht, mit dem regulären Fusion Stone klappt das nicht. Das heißt, man muss die einzelnen Steine behalten. So, und ich mute jetzt erstmal wieder den anderen Vollidioten. So, er mute mich, das ist schön. Das muss natürlich jetzt auch mal geregelt werden, weil. Kann ich angehen, dass wir im Aufnahme-Channel sind und. Die Sachen jetzt reinkommen, wie, keine Ahnung, irgendwas wegen Server, Co. Naja, man muss auch lesen können, ne? Ja, ich hab mal rein zu Platz, für dich unbedingt. So. Hast du mich wieder muted? Ich hab dich schon wieder muted. Das ist schön. Das finde ich gut. Oh, da vielleicht mal gerade schlafen, hier kommt so eine kleine Armee der Untoten. Weiß ich nicht, ich bin in der Mining World. Ich bin gar nicht in der Overworld drin. Jo, dann sei du in der Mining World. Ja, ich bin in der Mining World. Wer kommt dazu? Wir werden auch noch die Sonne rufen. Dann gehen wir da jetzt fertig. Mining World ist eigentlich ganz cool, ey. Wo soll ich denn hinstellen? Ich will erstmal gucken, wo ich hier tiefer komme. Hier tiefer runter. 74 kann ich nur noch abbauen, ne? Ja. Legt sich noch einer hin oder kann ich wieder aufstehen? Ein bisschen mehr. Was denn? Würde ich kann. Hier daneben?
Gracias. Wolltest du nicht schlafen, den Chef? Ja. Nee, ich dachte gerade daran, wie schön es ist, wenn eine Zombie-Armee da um dir kommt. Achso. Du bist echt ein bisschen angepisst, ne? Ich mal nach unten. Hm. Ich merke das schon. Wieso? Ach, nur so. Er hat ganz böse Wörter in den Mund genommen. Was denn? Wer hat denn im Mund? Dick und fett. Ah. Was ist schon wieder los, ey? Ich hab mich jetzt gerade mal stumpf nach unten, was man eigentlich nicht machen sollte, ne? Stirb. Ihr wird nicht gestorben. Ha! Ja. Ich bin gerade ein Stück runtergefallen, aber... ist nicht schlimm. Jo, hier ist schon mal eine Spalte, das ist sehr schön. Das mag der Zigorin. Hier ist schon mal noch mehr Zertus-Quarz, das nehmen wir auch mal mit. Springe ich hier runter oder nicht? Natürlich jetzt die Frage. Springen oder nicht springen? Ich würde sagen springen. Ach, ich springe. Ja, springen. Bin gesprungen. Super. Bist du tot? Nein. Verdammt. Nachricht gelesen, dass ich gestorben bin? Nein. Diamanten, ich habe Diamanten gefunden. Komm, der kam gut. Ja. Der kam wirklich gut. Wie war das, Visho? Du warst in der Mining World und hast keine Diamanten gefunden? Ja, Diamanten. Ich habe jetzt direkt welche gefunden. Ja, toll. Du bist ja oben rausgekommen und ich bin immer noch unter der Erde. Diamonds. Voll schön. So, das heißt, Blood Magic kann bald losgehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Wenn ich mal hier unten bin, kann ich ja noch mal ein bisschen Ressourcen farmen gehen, wa? Wäre, glaube ich, mal vom Vorteil. Täuscht es nur oder hat die das nicht so eingestellt, dass die. Okay, nein, vergiss es einfach, was ich gesagt habe. Gut, finde ich okay. Nein. Wow, Alter. Hüpfen wir Richtung Lava, kein Problem. Okay, Vishu. Frage, was kann ich machen, um es wieder gut zu machen? Keine Ahnung, überlege ich mir nur. Shit, jetzt wandere ich mal irgendwo runter. Ja, der Gang ist schon mal repariert. So, aber auf jeden Fall viel Lava auch. Und eine Tür. Ich will mal kurz wissen. Gucken, dass ich mal das hier irgendwie sichern kann, ey. So eine Scheibengleis aber auch. Ach stimmt, da war ja was. Aber hier viele... viel Lava. Ebene 12 bin ich jetzt. Ich habe so ein riesen Lavafeld. Versuche gerade... was ist das denn hier? Hier ist Copper. Brauch keine Sau. Hier ist Sulfur, scheiße. Mist. So, dann kriegen wir eine Altersbeschränkung für die Folge. Langsam. Ja, ich muss das bald ab 18 machen, wenn das so weitergeht. Ich versuche noch mehr Dias zu finden. Okay, das ist machbar. Ja, Mist, wo ist, warum ist denn hier? Lass mich mal da ran, da. Dankeschön. Jetzt ist mal das Eisen gesichert. Da oben ist noch Redstone. Die Lava hier habe ich hier. Ich glaube, ich weiß, wie ich es, wie ich mich bei mich Vishu wieder beliebt machen kann. Glaube ich nicht. Gar nicht. Was für Schitten wird das für Leben? Ne? Bübi, verschissen.
Wischu, du würdest doch bestimmt darüber lachen, wenn bei deinem Mann ein Visa gebaut wird, ne? Denk daran, wer hier die größte Macht hat. Ja, deine Frau. Nee, ich. Oh yes, Emerald. Emerald Ore. Gadget habe ich auch schon gefunden. Ja, ich bin trotzdem glücklich. Emerald Ore. Und schon wie aussieht, bin ich Spezialist in Rubine finden. Echt? Ja, ich habe keine Ahnung, wieso. Boah, ich mach das jetzt ganz einfach. Hm. Hallo. Bei mir ist die Mining World hier sehr interessant. Das ich finde die cool, Spalte. Da muss man nicht seinen eigenen Fußboden auseinandernehmen. Was denn? Ich finde die cool, da muss man nicht seinen eigenen Fußboden auseinandernehmen. Ja, aber ich habe irgendwie Diamantenmangel hier. Da hat einer Schluck auf. Leichten Diamantenmangel, weißt du? Aber Redstone habe ich sehr viel gefunden. Ist schon mal sehr gut. Ich finde aber, in meinem World ist hier sehr viel Lava. Sehr, sehr schön. Eine ganze See leer gepumpt für meine Schmiede. Wie, du hast schon eine Pumpe. Ups. Keine Pumpe. Ich habe einen Eimer und einen Portable Tank. Die Tanks, die stehen schon mal für die Schmiede auf. Da kann ich immer wieder nachfüllen. Immer schön Shift gedrückt halten. Ich fand es irgendwie sinnvoller, als mit einem ganzen Rucksack voller Eimer durch die Gegend zu laufen. Echt? Ja. Ah, und so teuer sind die gar nicht. Mal gucken, ist hier noch irgendwo in der Ebene 12. Da, die spawnen ja erst ab 15 Diamanten, ne? Ja, Rubin. So, ist in der Zwischenzeit mal wieder was gewachsen, was man abbauen kann. Warum lachst du? Mich hinterfragen. Wirklich? Was baust du denn da unter meinem Arsch weg, ey? Dann tue ich mir direkt eine Meinung links rein. Da ist aber auch hier. Habe ich noch einen Löffel? Löffel habe ich noch. Was machen wir dann? Gehen wir mit den Redstone-Generator? Strom? Aha. Ja. Wir wurden dann gesagt, dass ich Energie das machen soll, nicht was ich kann. Ja, ein Generator halt. Ein Generator. Ja. Was kann ein Generator? Brötchen backen! Brötchen backen. Geile Brötchen. Oh. Was ist mit dir? Ich werde attackiert von den Unbekannten. Warum das denn? Keine Ahnung. Oder bist du vergiftet? Hast du Hunger? Nee. Ja, der ist so komischer Pübi oder wie der heißt. Also, dann musst du den Gegner töten. Ah, okay, okay. Was kann man eigentlich hier machen? Also ich finde hier Redstone ist hier echt en masse, ne? Diamonds ist irgendwie Mangelware. Ich hatte 9 Stück bis jetzt. Ah, aber Redstone habe ich auch schon was gefunden. Ja, irgendwie. Will ich ausleuchten. Doch, aber Saphir en masse. So, da ist der Regular Infusion Stone. Mein Ping ist halt echt für den Arsch, ne? Naja, für den Arsch nicht. Ich schau mal kurz nach. Dann ist noch Gold. Ja, hab ich mal auf 370 gesunken. Der Diamant reicht auf jeden Fall aus. Auf dem Weg zurück werde ich, glaube ich, noch ein bisschen was farmen gehen, wie zum Beispiel Aluminium Ores hier noch. So. So, wer die. Okay, wir brauchen noch ein paar Beacon. Regular Seeds. Das sind die. Ist noch Gold. Nehme ich noch mit. Gold ist auch immer wichtig. Wenn mich nur ein bisschen stört, ist, dass ich so nah am Lava bin. Hier, so ein Lavaschacht. Doch gut. Nee, wenn man mal so runterfällt oder ich falle runter, ist vorbei mit Diamanten und so. Und? Spring. Spring. Spring, Sigo, spring. Hier hörst du das nicht? Hörst du nicht die Zuschauer rufen? Spring. Ha, sie hat gelacht, sie mag mich wieder.
Das heißt überhaupt nichts. Ich hab mal hier irgendwo eine Fackel hingestellt und auf einmal hat sich die halbe Umgebung angezündet. Was war das? Diamond! Das ist beschwerlich. Nee, ich hab einen Diamanten auch gefunden. Außerdem will ich nicht abbauen, sonst brauche ich den nicht. Damit konnte ich dann eine Rüstung machen. Nee, ich hab eine bessere Rüstung später. So, den Werkstattteil jetzt hier vom Eisen. Eisen. Warum? Besser als Diamanten, Eisen. Echt? Ja, schon. Müssen wir noch so ein Dimension Encoma basteln. Wie schon? Glaube ich. Bis wie weit hast du schon alle Seeds gemacht? Bisher? Bis Redstone. Hm. Ja, wenn du ab wann kommen Diamanten, habt ihr gesagt? Ab 15. Alles klar. Ich bin gerade auf 14 gelandet. Ich bin gerade auf. Also 1 bis 15 ist Diamantenspawn-Ebene. Eisen! So. Ich werde aber auf jeden Fall, wenn ich Eisen habe, das mal die Blöcke draus machen, fällt mir gerade ein, und mal die Tool Station zu Tool Forge umbauen, damit ich mal den Hammer bauen kann. Oh, genau. Ach, hast du ihn schon, ja? Geil. Ja, wir sind was Besseres damit für Schüsse. Ich schätze mal, wenn muss ich irgendwann mal hier. Ja. Leck mich. Marc, leck mich. Nee, lass mal. Oh, oh Gott. Ich hab auch. Lava unterm Arsch. Was denn? Ich hab Lava unterm Arsch. Lapis Lazuli, das nehme ich auch mal mit hier. Einfach nur um die nächsten Sachen upgraden zu. Ich hab auch gerade Lapis Lazuli gefunden, aber blöderweise ist Lava drunter, kann ich nicht abbauen. Irgendwie wollen die jetzt gerade nicht so wirklich wachsen. Ja, die wachsen ja auch nicht mal eben so nach 5 Minuten oder so, ne? Ja, nee, ich bin ja die ganze Zeit Gießkanne am Gießen. Davon wachsen ja, die ja. Gießkanne macht ja auch nicht mal alles. Nee, von der Gießkanne wachsen die ja offiziell immer schneller. Da werden ja die Ticks von den Pflanzen erhöht. Meine Pickaxe ist immer. Hast du mich zugebaut? Jo, oh, meiner. GZ. Schaune, hole, Noschmann. Mach da wieder Scheiße, Alter. Was ja, baut mich der zu, Alter? Dabei wollte ich gerade nach oben gehen. Wollen wir nochmal gerade schlafen gehen? Jetzt baue ich mir, jetzt gönne ich mir eine. Silber, nehme ich auch mal mit. Da oben ist noch mehr Blei. Wir haben ein bisschen was gebrauchen. Und so lange, bis die Spitzhacke bricht. Oh, schade. Dachte ich ja überhaupt. Abbaut mich das. Eine Haltbarkeit ist noch drauf. Schön. Eine. Ernsthaft? Ist ja richtig viel. Und ich muss mal eben jetzt mal hier ein bisschen was in meinen Rucksack schmeißen. Ah, oh, du hattest echt lange Welle. Jetzt ist sie gebrochen. Läuft. Ein Mist aber auch. Okay. Ah, ich hab grad schon ein Bild gehabt. So, okay, ich bin eigentlich soweit hier fertig. Ja, bei mir kommt eine solche Armee der Untoten. Mit der Armee der Untoten, alles da. So, meine Lieben, da ich jetzt ein bisschen gemeinert habe, werden wir uns dann in der nächsten Folge so ein bisschen dann auch endlich mal den interessanteren Sachen mal widmen. Ich werde die ganzen Erze mal einschmelzen und die zu Ingots verarbeiten. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder bei mir und bei dem Flosch natürlich auch. Ja, wenn ich das jetzt überlebe, auf jeden Fall. Genau, du überlebst das schon. Ich mache jetzt den Abschluss. Danke euch fürs Zuschauen. Abonnieren ist gratis und schmeckt gut. Ihr kennt das schon, ne? Und liken, kommentieren und Co. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis dahin, euch Figurin und das Rest sagt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.